Stellen wir die oben neben die Bogenschützin? Ach so, die Kämpferin. Mhm. Ja, Oder die wenn würde wir ich sie. irgendwo in Sicherheit stellen und dann halt beim Kämpfen mitnehmen. Dann kommt sie mit aufs Dach. Da ist sie gut aufgehoben. Puh, das war eine schwere Geburt. Aber jetzt haben wir eine Köchin. Was auch immer sie bringt, aber wir haben eine. Keine Ahnung. Los, da einmal rauf. Zack. Und zack. So. Womit bist du denn ausgerüstet? Mit dem Steinschwert. Ja, nee, warte. Habe ich was Ja, jetzt Besseres habe für ich ein dich? bisschen zu viele Fundamente gebaut. Egal. Tut ja nicht weh. Auch noch abbrechen. Soll ich der auch. Ich gebe dir auch eine leichte Rüstung, Ich ne? kann das, weil ich das auswählen muss. Du hast deinen mittleren Harnisch da gelassen. Ja, weil ich mehr tragen wollte. Ah, okay. Wollte mehr tragen können. Nicht meine Rüstung an die Troller geben. Nee, nee. Keine Angst, die kriegt ein leichtes Set. Komm schon, kletter darauf. Ach. Dann nehmen wir halt die Treppe wie zivilisierte Leute. Ist ja fürchterlich, sowas. Kommen wir denn da hin, wenn das jeder machen würde? So, komm her, du. Du bekommst erstmal eine gescheite Waffe. Und dann Haben wir bekommst sowas? du. Gescheite Waffen? Naja, besser als das, was sie vorher hatte. So. Bitte schön. So, kann ich das so machen? Nö. Aha. Rüstung. 25. Rüstungsgewicht. Leicht. Okay. Ach so, was zu essen brauchst du ja auch noch. Gut, Wären kriegst drin. Na du. dann. Ja, komm, hier nimmst du Fleischfetzen, dann bist du 8 Tage lang glücklich. Dann haben wir das auch. Acht Tage. Ja, halte ich für total realistisch. Von. Naja, wenn du das nur isst, um dich zu ernähren, dann passt es ja. So, ich Ach würde so, jetzt das Ding ist ja schon unheimlich wieder voll. gerne Bild reparieren, aber das wird eben. So, essen wir den einen Fisch. Warum bin ich denn so massivst überladen? Da waren ja noch Fundamente drin, ne? Da hätte ich mal vorher nachgucken können. Irgendwas ist ja immer. Ja, ich bin jetzt bei 58% und habe eigentlich gefühlt nichts im Inventar, außer halt Werkzeuge und Essen. Vielleicht wiegt das Essen so viel. Ja, naja, super So. leicht ist es nicht, aber. Das kommt weg. Das kommt weg. Ich brauche. Ich hätte. Bild So. repariert, Ach, die 100 Heat. lalalalala. Nee, so rum. 100 Heat. Und 130. Wieso habe ich 130 Holz in der Tasche? Ich dir nicht beantworten. Nee, ich mir auch nicht. Aber brauchen wir Holz irgendwo? Brauchen Holz ständig, aber. Ja. Die Frage ist nur, in welcher Werkbank? In jeder. Komm, dann Ich machen hatte wir. es jetzt hier beim Zimmermann, weil da passt es ja auch hin. Das Meistens hingelegt. stimmt. Ich will mal einmal den Herd auf. Ja, ist Da. auch gut. Ich brauche gerade mal Holz. Ja. So. Chitin kommt mal Oh, in die cool. Rüstung. Es ist ein Eisenbahn übrig. Mit dem kann ich meine Waffe rep. Nee, kann ich nicht, weil. Hinten anstellen. Mal lernen, dass ich die Waffe reparieren kann. Das geht ja. Ja, ne? Also man lernt so oder so alles irgendwie. Da bringt auch das Aufteilen nichts. Nicht lernen, kein Problem. Und dann lerne ich die Axt. So, was hatte ich gesagt? Zack, zack, zack.
Nein. Reparieren. Hose sollte ich vielleicht anbehalten. So. Bitte darum. Was hast du jetzt? So. 43% und mein Inventar ist so gut wie leer. Achso, wegen diesen komischen Samen-Dingern da. 40%? Wie machst du das? Ich bin immer noch bei 58. Presst ihr vielleicht Samen? Ich weiß es nicht, aber ich pack die mal hier rein. Ich lass mal die Axt hier. Da haben wir noch Fleischfetzen. Ist ja eigentlich auch völlig wurscht. So, die können da rein. Könnt ihr mal verbrutzeln. 56, hey. Ich bin bei 35. Machst du das? Naja. Warum bist du gleich das, meine? Ich hab keine Rüstung mehr an. Außer die Hose. Ach so. Ja, dann ist ja, dann ist ja klar. Ja, nu. Prioritäten und so. Willst du etwa so loslaufen? Ja. Wir brauchen Eisen. Oder soll ich mir noch Schuhe anziehen? Ja, komm. Bin ja, ich mal nicht so und zieh mir noch Schuhe an. Nimm ich halt das leichte Rüstungsset. Da. Ach so. Ja, dann equip du erstmal und ich guck, was übrig bleibt. Ja, mit dem leichten Rüstungsset sollte es ja eigentlich... Ach, dann müsste das meins sein, ne? Ja. So, dann... Warte mal, mal gucken, wie weit... Wie kommen wir denn damit klar? So, jetzt tue ich das schwer rein, da bin ich bei 34. Was ist das? Axt, wie gesagt, lasse ich jetzt auch da. Ich bin bei 27. Keine Pfeile dabei, ne? 24. Aber noch die Pfeile und den Bogen, das ist natürlich... Wir sollten mal eine Kiste bauen, wo wir die ganzen Notizen und sowas reinpacken. Die wiegen zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. War gar nicht so viel. Aber ja, wie gesagt, also wir sollten für viele Dinge noch eine Kiste bauen. So, also ich wäre bereit zur Eisenjagd. Oh, die laufen gleichzeitig, das finde ich gut. Ja. Ja, wir haben ja auch 1, 2, 3, 4, 5 Käfige, theoretisch. Also vier Käfige. Ja, dadurch, dass das quasi so ein bisschen wie ein Inventar aussieht, dachte ich, dass das vielleicht hintereinander läuft. Ja, ich finde es nach wie vor schade, dass die nicht in den Pferchen sind. Weil im Trailer sah es so aus. Das sind dann wahrscheinlich nur die Erwachsenentiere. Das kann natürlich sein, dass man dann sieht, hey, es ist fertig. Aber ja, es ist ein bisschen schade. Ja, ist ja genauso wie mit dem Rad der Schmerzen. Aber da ist wenigstens einer dran. Auch wenn es nicht der ist, den man dran hat. Frage. Wollen wir jetzt dort irgendwas bauen? Würde ich sagen, entscheiden wir dann. Okay. Hast du eine Pickaxe dabei? Ich hab eine Pickaxe dabei, ich hab eine normale Axt dabei, ein Schwert und ein richtiges Schwert. So, laufen wir dann diesmal richtig vielleicht? Das wäre super. Fürs Rad gibt's Mods. Ach, das ist dann tatsächlich der dran an dem Rad ist, den man... sollen wir noch einen Knüppel und ein Seil wieder mitnehmen? Ich hab jetzt keins dabei, kannst du natürlich machen. Für den Fall der Fälle. Aber braucht jetzt die Küche nicht erstmal eine Weile? Ich meine, wir. Ja, erstens das und zweitens wollen wir ja Eisen haben. Ich würde es auch sagen, wir nehmen mal lieber Teilen mit, sonst können wir uns wieder nicht zurückhalten. Aber Träger. Ja, ich würde da eher gezielt loslaufen, weißt du? So, nach dem Motto, ja, wir wissen, wo einer ist und, Ja, das wissen wir ja. Wir haben ja das Lager gerade aufgehoben. Ausgehoben, sorry. Ja, Träger habe ich schon mehrere entdeckt. Tatsächlich. War immer nur Träger 1, aber das ist ja auch schon mal ein Anfang. Hauptsache, der kann irgendwas schleppen. Oh, cool. Also fürs Rad gibt es tatsächlich Mods, dass man denjenigen an dem Rad sieht, der da dran ist. Das ist ziemlich cool, ja. Mensch, da müsste ich ja glatt mal über den Mod nachdenken. Ja, ich glaube, das wird dann beim nächsten Mal der Fall sein. So, wir gehen diesmal den richtigen Weg. Verspreche es. Okay. Was kriegen wir, wenn du dich irrst? Dann musst du nackt auf den Tischen tanzen. Nein. Sobald wir Met haben. Was noch eine Weile dauern kann. Ja, okay, bis dahin hast du es eh vergessen. Haha, ich hab's auf Band. Echt? Wie das? Ja, Magie. Die magische Kraft des Internets. Du bist jetzt einfach an dem Kappa vorbeigerannt, ne? Im Moment, ja. Ach so.
schnell wieder winnen. Tja. Zählt es, wenn sich einer von uns beiden verläuft? Nein. Wenn du dich umdrehst, wirst du feststellen, dass ein Tor fehlt. Ich warte noch. Ich hab's versucht, Leute. Ich hab's versucht. Wie bist du jetzt? Was hat denn? Was ist denn mit dem Kappa? Naja, der Kappa und ich hatten eine Auseinandersetzung. So, ja. Naja, die wirst du ja wahrscheinlich gewonnen haben, oder? Ja. Ach, immer wartet man auf dich. Ja, nun. Ja, nichts dafür. Aber du hast gesehen, wo ich hingerannt bin, oder? Ja, grob hier lang. Muss ich hier raufklettern oder nimmst. Ach, da stehst du. Nee, Krokodil, lass mich in Ruhe. Ich habe keine Zeit, mit dir zu spielen. Ich habe nicht mal ein Baby-Kroko in der Tasche, also stell dich nicht so an. Oh, das ist ein Riesenkrokodil. Das habe ich noch nicht geboxt. Möchtest du es tun? Ja, vielleicht auf dem Rückweg. Wenn ich mit Eisen überladen bin. Oh, hier müssen wir mal gucken. Eigentlich auch Baby-Gazellen gibt. Was willst du mit einer Gazelle? Das sind schön, das sind grazile Tiere. An das Krokodil verfüttern. Und die Hyänen. Was? Hm. Guck doch mal. Hab's. Meins. Oh, da war's weg. Aber so viel nimmt das gar nicht weg. Also ich könnte noch eins einstecken. Wir haben aber nur noch einen Platz frei, oder? Moment. Na, vielleicht bis wir zurück sind. So schnell geht das nicht. Aber cool zu wissen, dass es auch geht. Dann gibt es wahrscheinlich von jedem Tier irgendwie eine Baby-Variante. Jetzt müssen wir nur noch Kamele finden. Dann kam hier ein. Der Himmel verdunkelt sich. Ja. nee, hier nicht. Jetzt ein Problem, ehrlich gesagt. Warte mal, müsste das nicht reichen, wenn man hier mit... Hier! Zu mir! Wo bist du? Ja, toll, wo bist du? Mach mal die Fackel an. Ich hab eine Fackel an. Ach, da. Echt, das passt? Ja. Das finde ich echt, ist so random, ne? Was, wenn der Sandsturm kommt? Ich weiß nicht, ob das reicht. Also, ich hab 3/4. Ja, aber wird das reichen? Ja. Du brauchst nur 100%, wenn er dich frontal trifft. Und selbst dann nicht unbedingt immer. Hast du da an der Wand mehr als 3/4, oder? Nee, ich glaube, es ist 3/4. Naja, ich würde eher sagen 2/3. Ich krieg keinen Schaden. Jupp, ich auch nicht. Oh, ich nehme das zurück. Ich kriege ein bisschen Schaden. Ich meine. Ich kriege tatsächlich Schaden. Verdammt. Hast du noch irgendwie Steine im Inventar? So. Hab ich nicht und wie sollte das jetzt helfen? Eventuell ein Dachbau. Achso, nee. Ja, das ist schwierig jetzt, ne? Tja. Okay, also 3/4 reicht nicht. Also da muss ich sagen, das finde ich überhaupt nicht gut gemacht. Nee, ich auch nicht. Vor allen Dingen, ich meine, wenn man es mal genau betrachtet, zieht der Sandsturm ja technisch gesehen über uns hinweg. Ja, ich finde halt, also erstmal ist es total random, wo du überhaupt Zuflucht bekommst. Das kann man, das muss man einfach ausprobieren, das kannst du nicht wirklich vorhersagen. Erster Tod von Sandsturm. Dein erster? Bei mir ist es schon der dritte, glaube ich. Was ist mein allererster? Du wurdest getötet durch dir. Mhm. Nein. Also erstens das, ne? Es ist total random, wo du die Zuflucht bekommst. So außerhalb von deinem Haus. Du kannst es nicht wirklich sagen, okay, der Sturm kommt von da und ich gehe quasi. Eigentlich ist da ein riesiger Fels zwischen mir und dem Sturm. Und das funktioniert halt nicht. Und zweitens, finde ich, wenn man so wie wir gerade, ne, irgendwie 2/3 oder 3/4, wie auch das immer. Das sollte Schutz reichen, hat, ja. Dann sollte man, naja, was heißt reichen? Man kann ja ein bisschen Schaden kriegen, aber es sollte einfach weniger sein. Es sollte nicht halt, tödlich sein. Das sollte abnehmen, sondern, umso mehr man Zuflucht hat. Richtig. Und ich habe halt gefühlt so, dass, also ich habe den Eindruck,
Das ist halt wirklich so, ist, na, du hast eine gewisse Prozentzahl, dann kriegst du gar keinen Schaden und wenn du drunter bist, kriegst du vollen Schaden. Und das ist halt irgendwie albern. Finde ich nicht gut gemacht. Nee, ich auch nicht. So, ich nehme jetzt eine Steinkeule mit und dann rennen wir mal los. Überlege, ob ich überhaupt irgendwas mitnehme. Naja, so eine Und Waffe auf. nehme ich schon mit. Überlege ich Vorsichtshalber. mal jetzt was zu essen mit, ja. Ja, und was zu essen habe ich auch dabei. Also Deine. ich hätte schwören können, früher hat drei Viertel gereicht. Naja, das könnte ja vielleicht geändert haben, ne? War nicht unbedingt eine schöne Änderung, aber. Nee. Weil Dreivierteldeckung findest du halt tatsächlich überall. Weil einfach mit dem Berg kuscheln und dann hat sich das erledigt. Aber. Ja, weiß nicht, ich hatte da schon öfters Probleme, überhaupt irgendwas zu finden. Ich hatte überhaupt keine Waffe. Also ich hatte Jetzt eine. mitnehmen könnte. Ich habe eine Steinkeule gehabt im Dingens. Hier ist noch was. Nee, Krokos und Dein Kappas, lasst mich Schwert. einfach in Ruhe. Stimmt, in einer Kiste müsste noch ein Steinschwert sein. Also früher hätte das gerade. Genau, Jake sagt das auch. Ja, wie gesagt, also ich finde es schon okay, wenn man Schaden nimmt, so ja. lange, wie es nicht 100% ist, Schaden nimmt, aber das sollte halt abnehmen. Richtig. Je mehr Schutz du hast, umso weniger Schaden, ne? Und Also das wenn tut es jetzt. Wir hatten offensichtlich ja nicht. auch volle Hitpoints, wenn ich mich nicht irre. Also ich auf definitiv. Sandsturm hat meinem Gehirn nicht gut getan. Ich merke das schon. Ja, aber das, da bin ich auf jeden Fall ganz bei dir. Das hätte uns definitiv nicht töten dürfen. Außer wir wären halt schwer angeschlagen gewesen. Ja, an sich finde ich die Sandstürme ja total cool, weil erstens sehen sie mega genial aus. Richtig. Zweitens ist es halt, also selbst wenn du gut ausgerüstet bist, ne, und dich von allen Feinden fernhältst, hast du halt dadurch nochmal So eine Gefahr. so eine gewisse Gefahr und Anspannung, weil kann halt jederzeit auftreten. Ja, aber es sollte einen halt nicht einfach so random umnatzen. Gott, jetzt ist das Krokodil ein bisschen nah. Hat mich entdeckt. Und du rennst gerade nackt durch die Pampa. Hat mich entdeckt. Eine kleine Doch nicht. Fackel. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen dumm. Hui. Ich bin übrigens nicht nackt. Hattest du nicht irgendwie da was geändert? Ja, musste im Client auch noch einstellen. Ach, naja. Warte mal, ich mach mal zumindest teilweise. Cool muss ja nicht unbedingt sein, aber teilweise kann man ja machen. Wo ist denn das? Das ist, glaube ich, hier. Gameplay. So, da ist mein Schwert. Dann kann ich den. Geh zurück. Full merkst du sowieso. So, jetzt bin ich halb Nur nackt. dann, wenn du stirbst. Suddenly mehr Viewer. Der Sandsturm ist auch so gefährlich, dass einem der Arm abfällt. Beide Arme. Was ist dir passiert? Du bist einfach nur umgekippt. Also mir hat der Sandsturm die Beine und die Arme abgerissen. Ja, nun. Also bei mir bist du ganz nackt. Ja, das ist sehr schön für deine Zuschauer. Da muss ich doch gleich mal schnell mal mich züchtig ankleiden. Geht ja so nicht. Kann ja auch Licht ausmachen und mich umdrehen. Wo ist denn meine Axt hier? Schädelbild. Habe ich noch Steine im Da, Inventar? das Ja. da, das da. Wo ist mein Essen? Dickes. Essen habe ich auch noch. Ja, ich Und habe noch das. genug. Ach so, nee, es waren ja Fische, genau. Ja, nee, ist okay. Ich habe alles. Das Fackel, Babyreh hat Wasserschlauch. das übrigens auch überlebt. Cool. Dieses Jungtier ist wesentlich kleiner, süßer und ungefährlicher als seine Eltern. Kann in einem Pferch gesperrt und mit verschiedenen Futtermitteln aufgezogen werden. Mit gutem Futter und etwas Glück wächst es zu einem treuen Gefährten oder mutigen Wächter heran. Oder zu einer Zwischenmahlzeit. Okay. Siehste, ich hab's doch gesagt, wir verfüttern's an die Krokos. Nein. Tod durch Sandsturm. Ja.
Hatte ich, wie gesagt, schon des Öfteren. Ja, jetzt verstehe ich aber auch, warum. Na, weil vorher dachte ich, also so Dreiviertelschutz findet man doch eigentlich immer. Hab ich aber tatsächlich meistens auch irgendwie nicht. Vielleicht so ein Drittel oder so, finde ich mal, aber... Meistens muss man ja nur eine Wand knuddeln, dann hat man schon Schutz, aber es reicht ja jetzt auch nicht mehr. Also wenn wir den nächsten Sandsturm sehen, dann weiß ich nicht, rollen wir uns zusammen und hoffen auf einen schnellen Tod oder was? Ja, so ungefähr. Es gibt ja so eine Maske später. Ja, scheinbar. Das ist Endgame. Aber ja eben, das ist halt noch ein bisschen hin. So, hier können jetzt versteckte Gegner sein. Bei denen ich mich meistens super, super erschrecke. Ja, yep. Da brüllt was. Was bist du denn? Ach so. Genau die Viecher. Die gehen ja noch. Ja, sie erschrecken einen nur. Ich meine, zum Glück knurren sie laut genug, aber... Das war enttäuschend. So, und hier kann man jetzt schon hoch und Eisen. Oh, yay. Sammeln. Eisen. So, und Licht brauchen wir dann nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, ich soll das Rehkitz unter allen Umständen mitnehmen, ne? Du fragst, ja? Ach, da ist ja schon wieder so einer. Hey, ich bin gerade am Eisen sammeln. Stör nicht. Ach, das stört nicht. Die stören da sehr gerne. Da nehme ich immer so mitten drin. Ach, manchmal ist das Spiel ja schon so buggy, ne? So ein bisschen. Wieso muss passieren? Ganz kleines bisschen. Naja, wenn man einfach auf die Gegner schießen kann und sie sich nicht bewegen. Ach so. Nee, das soll simulieren, dass die inzwischen schon aufgegeben haben und einfach nur noch schnell sterben wollen. Ja, ist klar. Wunderschönen guten Abend, Zero Sensoro. Wenn ihr übrigens beide Sichten sehen wollt, ganz besonders die Twitcher, einfach einmal Ausrufezeichen Multi eingeben. Dann werdet ihr auch auf die zu dem Kanal von der Lili weitergeleitet. Und dann könnt ihr da nämlich auch gucken, was sie so Schönes treibt. Wir haben zum Beispiel. Das gilt übrigens bei mir genauso. Ein Multi-Befehl ist vorhanden. Kann das sein, dass diese komischen Steinviecher gar nichts haben? Die haben Steine. Da musst du mit einer. Ach so, ja gut, dann musst du mit einer Spitzhacke drauf. Dann lasse ich die einfach mal in Ruhe. Weil Steine ist so irgendwie das Letzte, was ich jetzt gerade brauche. Ja, höchstens vielleicht Kristalle, aber ich glaube, da haben wir auch schon... Ja, wir haben viele. Irgendwie 600 oder sowas zu Hause. Oh, ich bin überlastet. Schon? Na gut, ich muss da auch mich gegen garstige Viecher wehren. Naja, die Steine schmeiße ich raus. Damit... Also ich würde fast sagen, wir bauen hier eine Hütte. Damit. Ja, dann habe ich jetzt die Steine umsonst so ausgeschmissen. Ja, kannst ja wieder einstecken. Ah, dann stecke ich es wieder ein. Zack, zack, zack. Mein ja nur. Und so ganz so dumm ist es ja nicht, hier was zu haben. Ich hatte, glaube ich, vorgestern... mal also auf diesem Spot hat auch eine Hütte gebaut und dann angefangen hier alles abzubauen. Und dann ist es nicht respawned. Doch, als ich irgendwie beim letzten Feld war, fing es dann schon wieder an zu respawnen. Oh, nett. Also so krass viel Eisen gibt's hier. Und Monster. Och, Frau, jetzt kletter da hoch. Ich gibt's ja wohl nicht. Na? Benimm dich, Fury. Stell dich nicht so an. Man will sie sich einfach nicht festhalten. Toll.
Den Schlag hätte es mir jetzt auch noch. Ja, okay, ich sehe dich. Den Schlag hätte es mir jetzt auch noch gönnen können. Ach, Schwefel haben die. Ach ja, das außerdem. Ja, ich pack den doch mal. Hm? Weil Schwefel ist, glaube ich, ich weiß zwar noch nicht genau, obwohl das braucht man, glaube ich, um ich glaub, Stahl zu machen. Oh ja, das kann auch sein. Oder sowas. Ich meine, ich habe jetzt 322 Eisen in der Tasche. Ich habe schon fast 700. Bist ja auch fleißig. So ist das. Und du schleppst ja auch keinen Rehkitz in deiner Hosentasche mit dir rum. Richtig. Oh ey. Oh, schon wieder so einer. Ja, die hocken hier überall. So ein bisschen. Das so, nicht jetzt so gut an dem Spot. Aber was willst du machen? Ja gut, dafür meine das... Eisenhacke ist jetzt bald schon kaputt. Ja gut, dafür hast du 700 Eisen daraus gezogen. Und Steine. Aber warte mal, ich kann... Ich hab doch noch diese dusselige Quest offen, von wegen bau was. Dann baue ich doch einfach mal... Achso, Holz fehlt. Weil, ja, natürlich. Holz fehlt! Ich hab doch kein Holz mitgenommen. Ja, stimmt, ja. Aber gibt's ja hier. Ja, hier genug. Wo willst du denn die Hütte hinhaben? Einfach hier unten oder oben? Na, irgendwo, wo kein Eisen ist, ne? Ich meine, wir könnten ja auch noch... Warte mal, wo sind wir denn? Wir könnten tatsächlich noch das Stück nach Nordwesten gehen und an den Fluss. Ja, das wäre auch eine Idee. Dann haben wir auch Trinkwasser direkt in der Nähe. Und das Stück Laufen ist ja jetzt echt nicht die Welt. Und wir wollen ja sowieso weiter nach Norden. Eigentlich. Na gut, aber eine große Hütte würde ich da jetzt nicht unbedingt bauen. Nö, nö. Einfach nur so eine kleine Hütte, wo ein zwei Betten reinpassen. Ach, wollen wir mal eine runde Hütte bauen? Endlich mal ganz interessant. Eine Hundehütte. Eine Runde. Eine Runde? Rund. Soll man denn eine runde Hütte bauen? Das geht. Du weißt, dass du hier mit Sandsteile. Die Sandsteile. Meine Güte, mein Hirn. Sandkeil-Fundament, da ist es, glaube ich. Eine runde Hundehütte, ja. Ja, wir haben ja bald hier. Von daher. Die Sandsteinfundamente, die Sandsteinkeile. Keile. Genau. Also wie viele braucht man denn dafür? Die Fundamente. Ja, das kommt drauf an, wie groß die Hütte sein soll. Ist das das Fundament? Ach, da. Spitzhacke. Da abschließt sich gleich. Ich mach mal 4 Stück, dabei. Damit ich mal sehen kann, wie die ausfallen. Dann haben wir eine Ahnung. Jetzt doch hier bauen. Ja. Okay. Na, einfach mal so dreist. Ja, erstmal so ein Kreis, ne? Und dann. Ja, ich habe das schon verstanden, was du vorhast. Eis, was machst denn du? Was denn? Das wird ja noch ein Kreis. Ach so, stimmt. Ich bin gerade. Ja, okay, ja, ich hab nichts gesagt. Ah, okay. Das war nur das obligatorische Meckern. Ah, ja, okay. Da ging es nicht drum rum, ne? Das muss das sein. Wobei, so viele brauche ich gar nicht. Stopp. Da reichen noch 3. Eins noch. Nein, 2 brauche ich. Nein, abbrechen. Gerade noch so. So, genau. Und jetzt macht man... Und jetzt also, willst du eine Wände drumherum haben und dann fertig, nee, oder was? Jetzt noch nicht. Sondern, so. Quasi. Also nochmal eine Runde rum und ich glaube, dann ist es groß genug, oder?
Ich bin gespannt, was am Ende bei rumkommt, aber... Komm, wieso geht denn das jetzt nicht? Das muss gehen! Öfter mal was Neues. Theoretisch geht es. Aber praktisch ist es so, ne? Ah, ja, jetzt verstehe ich, was du vorhast. Genau. Und da jetzt wende rum. Ja, aber da fehlen ja noch. Fehlt ja noch was Viereckiges. Außerdem fehlen mir. Man glaube es kaum Steine. Tada! So. Steine, Steine, Steine. Da sind Steine. Ich glaube, ich kann noch. Glaube ich. Ah, nee, ich kann noch zwei Keile machen. Achso, ja, das müsste doch reichen, oder nicht? Einer fehlt dann noch. Ja. Ach, halt Dicker, mehr. Komm, wir haben jetzt keine Zeit dafür. Wir lassen uns hier gerade häuslich nieder. Da haben wir keine Zeit, um mit dir zu spielen. Außerdem bin ich überladen und habe schlechte Laune. Also, so funktioniert das ja mal gar nicht. Level up. Geht's jetzt? Du bist wahrscheinlich weit über mir. Ich bin jetzt 21. Ich bin jetzt 23. Also, okay. So viel fehlt nicht mehr. Wie gesagt, ich habe ja Ressourcen sammeln und. Dingens an erhöht. Ach, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Welche, die Eisen? Ja. Ja, nun, das ist ja nur tatsächlich nicht so das Problem. Wenn wir hier naja, jetzt... ich habe keine Eisenbahn dabei. Ja, aber wir können ja gleich welche machen. Aber jetzt ja noch nicht. Ja, aber gleich. Ja, aber jetzt noch nicht. Ja, aber gleich. Frau. So schwer ist das nicht. Achso, und dann willst du wahrscheinlich auch noch Fensterchen und so ein Blödsinn da auch noch dran haben, ne? Ja, und eine Tür wäre auch ganz cool. Eine Tür gibt's nicht, wir klettern übers Dach. Kommt eine Außenluke rein und dann klettern wir übers Dach, wie es sich gehört. Fenster waren aus, war. Fenster gibt's nicht. Hat Cimmerien nicht mehr im Programm. Soll ich mal Pflanzenfasern fürs Dach? Mach das. Dann kommen hier auch noch Fenster rein. Und dann kommt der nächste Sandsturm und dann hast du den ganzen Dreck in der Hütte. Ja, das muss dich doch nicht kümmern. Putzen tue eh nur ich. Ja, so wie es sich gehört. So. Was? Ich hab's gesagt. Cimmeria, ich darf das. Meinst du, ich glaube, bei den Cimmeriern sind die Frauen auch ganz schön. Ja, nur, ich muss ja nur schneller laufen können als du. Taff die. Bist du gefallen? Oh! Ja, so einen Spruch hättest du Zakari auf jeden Fall einer nur einmal gesagt. Ja, siehst du? Andrelle hätte das auch nicht so lustig gefunden. Ich werde gerade ein bisschen verhauen. Aber PvP ist aus. Geh weg! So, wenn du irgendwie Wände mit Fenstern haben willst, musst du die selber bauen. Fenster gibt es nicht. Sind aus. Wäre ja für ein Iglo so mitten in der Wüste. Ja, ich glaube, ein Iglo können wir nicht bauen. Wäre mir zumindest nicht bekannt. Aber wir können später isolierte Häuser bauen. Die sehen sogar besser aus. Sind dann nicht aus diesem Sandsteindreck. Ja. Ja, wenn du oben im Kalten wohnst, so ohne Isolation, wird das ein bisschen rüstelig. Hm. Hm. So, eine Tür brauchen wir. So, und dann gucken wir mal, was wir noch brauchen. So, das kommt dahin. Zack. Huch. Vorbeigerollt. So. Ich jetzt? Zwei davon.
Man braucht Äste noch, ne? Mach ich sammle mal Äste. Für eine Tür braucht man Zwirn. Ja. Ist Tür auch geradeaus? Gibt es nicht. Es gibt also keine Fenster und keine Tür. Das ist ja ein richtiges Traumhaus. Ja, es ist ja auch eine runde Hundehütte. Was erwartest du? Also ich brauche ja schon keinen Luxus, ne? Aber so ein kleines bisschen Funktionalität wäre irgendwie gut. Ja, es ist funktionell. Ich weiß gar nicht, was du hast. Kommen alle wichtigen Sachen rein. Mhm. Hui. Ja, ach so, doch, ich weiß, wie das Dach geht. Da, Fenster. Drei Stück. Was? Das Wichtigste, Feuerstelle. Wow. Und vor allen Dingen so mitten. Also. Ja, natürlich. Nicht, wollen wir nicht noch einen Ofen hier reinstellen? Nee, der kommt raus. Ach so, okay. Na gut. Ach, wie machst du das mit? Ja, findest du nicht gut. Dann reißt es halt wieder ab. Ist doch gemütlich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich meine, vielleicht sollte... Ja. Das Dach... Darauf. Siehst du, und für Leute, die sich gefragt haben im ersten Stream, warum ich gesagt habe, ich baue nicht, das ist der Grund. Hm? Sehe ich nicht. Ja, das war mir klar. Jetzt brauche ich 500 und ein paar kaputte Steine, damit ich hier einen Schmelzofen bauen kann. Mhm. Wo ist die Slider? Ja, habe ich gleich zusammen. Zwei davon? So. Zwei und dann... Ofen herstellen, bitte, danke. Die richtige. Genau. So. Und der kann... Das so rund schon irgendwie ziemlich schick. Gerne hier vor sich hin kokeln. So, da oben brauchen wir ja auch noch Wasser. wollen wir es oben offen lassen? Naja, dann können wir die Tür tatsächlich weglassen. Nein. So. Ist ja jetzt schon. Komm. Ach toll, das reicht nicht ganz nah. Ach, du meinst ganz oben? So oben mittig? Ja. Ja, das könnten wir tatsächlich offen lassen. So als Rauchabzug quasi. Genau. Und als Eingang. Nee, funktioniert nicht. Ja, wirklich manchmal. So. Na doch, macht doch klar, man könnte das mit den Ecken auch zumachen. Aber solange man es nicht zumachen muss... Ich hätte jetzt gerne mal eine Kiste hier drin. Wenn du Ofen. Eisen loswerden willst, kannst du da vorne im Ofen loswerden. Hast du echt schon einen Ofen gebraucht? Ja, na sicher. Wie schnell geht denn das? Ja, ratzfatz, zack, zack. Wer bist du denn? Ist ja krass. Okay. Ich muss nur mal zum Fluss Wasser holen. Was? Hast du noch genug in deinem Trinkschlauch oder soll ich den mitnehmen? Ich hab da noch genug drin. Okay. Ja, du hast ja auch fast alles im Überleben gemixt. Würde ich jetzt nicht nehmen. Nee, ich hab ja Stärke gelevelt. Muss ja Leuten auf die Schnauze hauen. Ein bisschen
Äste fehlen noch. Äste? Sollte ja nicht. Ja, zwei. Da, da kann ich tatsächlich was mitbringen. Ich brauche nur noch zwei und die habe ich jetzt hier. Beziehungsweise ich habe zwei aufgesammelt und habe fünf bekommen. Ich habe eine Dämonenhöhle gefunden. Mhm. Natürlich auch dann gleich mal reingucken. Ja, aber vielleicht bauen wir vorher Betten. Eine gute Idee. Eine gute also ich habe noch diese Schnellspawn-Betten. Davon habe ich eins dabei. Ja, habe ich auch. Die können wir ja da erstmal lassen. Weil ich die auch erstmal, ja. Das ist ja nun nicht die neue Heimat und so. Aber geschmolzenes Eisen ist halt, wiegt halt weniger als noch das mit dem ganzen Klumpatsch drumrum. Und deswegen lohnt sich die Hütte einfach. Ja, definitiv. Da kann ich nämlich jetzt auch direkt mal meine Axt, also die Pickaxe reparieren. Ganz frisch aus dem Ofen und schon verbrauchst es. Kann man auch. Wow, hat es viel gezogen. Oh mein Gott. Ja. Es braucht halt auch irgendwie ganz schön viel. Ja. Ach, Rinde brauchen wir. Fast mehr Holz jetzt noch, als dass wir noch mehr Eisen brauchen. Ich habe 320 in der Tasche. Na gut. Auch genau gut. Deswegen, weil ich mir dachte, dass wir auch Holz brauchen. Wenn ich schon mal am Wasser bin. Immer noch in das Vieh. So, reicht das? Reicht die Ausdauer, dass man da direkt hochklettern kann? Bin ich mal gespannt. Müsste eigentlich. Ja. Nichts Fatales. Locker. Komm. Wobei, jetzt nicht mehr. Jawohl. Das sollte das jetzt sieht klappen. So total süß aus. Ich glaube, ich werde jetzt immer rund bauen. Diese kleine Hütte. Ja, ja, die hat tatsächlich was. Guten Tag. Ja! Ach, ey, diese Viecher, wenn die plötzlich auf dem Boden auftauchen. Ja, die finde ich auch schlimm. Da erschrecke ich mich echt immer zu Tode. Soll ich. Stopp! Geht's mir auf den Geist? Wie viel Eisen haben wir hier denn? Ach du Schande! Mhm. Da kommen 563 Barren raus. Mhm. Was soll man denn daraus alles craften? Ach du, das geht weg. Ja, ja, klar. Das, was bedeutet, dass es sehr, sehr kleine Barren sein müssen? Was wiegt ein Barren? Oh ja, tatsächlich. Das ist nicht mal ein Dreiviertel Kilo? Nein, 25. 250 Gramm Eisen sind das. Wow. 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 Gramm Eisen. Ja, das dann erklärt's, warum du so viel davon brauchst. Oh, das ist ja was. So, aber eine Kiste wollten wir haben. Was brauchen wir denn dafür? Zwirn. Zum Glück bin ich vorbereitet und habe mir das gedacht. Haben wir jetzt einen. Achso, das Loch im Dach bleibt sogar. Finde ich gut. Ja, ich. So, das. Kannst du auch zumachen, aber wir können es auch lassen. Nö, ich finde das ganz gut so. So. So, dann lege ich mich hier hin. So. Ich finde das ganz gemütlich. Also ein doppelter Viertelfinder. Nawind, hallo, Tilos. So, eine Kiste bauen. Wird das die Eisenkiste? Dann, ja, würde ich sagen. Sollte ich die dann vielleicht in die Nähe von dem Ofen setzen? Wäre eine Idee.
Ja, ich habe nämlich auch schon wieder Eisen. So, was brauchen wir denn für Holz kann ich da holen. Nee, Holz kann auch hier rein. Hast du rein zufällig Pflanzenfasern in deiner Tasche? 56 Stück habe ich. Nehme ich. So. Dann können wir nämlich tatsächlich mal eine Tür haben. Das fände ich gut. Das fändest du gut. Soll ich die auch richtig rum einsetzen? Nicht so wie in. Das fände ich noch besser. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Am besten crafte ich gleich zwei Türen für den Fall, dass ich es nicht hinkriege. Vielleicht kriegst du es auch zweimal nicht hin. So rum. Hat funktioniert. Yay. Perfekt. Das ist ja wirklich eine kleine schnuckelige Hütte. Warte mal, wie viel Schutz bietet die denn? Ah, voll, wenn man hier unterm Dach steht. Gut. Ja, das dürfte reichen. Mal reintun. Oh, ich kann die Binde rein. Überlege gerade, ob ich die Wand hier rausreiße und noch ein Fenster reinsetze. Jetzt nicht übermäßig aufhalten. So, zwecks Symmetrie. Weil hier habe ich falsch gesetzt. Ah. Wie viel Stein habe ich denn Dir noch in ist der. schon bewusst, dass wenn du da eine Wand rausreißt, dann kommt das Dach runter. Ach so. Ja, dann lasse ich das vielleicht. Dann lasse ich das. Dann müssen wir halt damit leben. Dann ist das halt Damit so. leben. So. Dann können die mal da drauf. Dann haben wir das nämlich auch. Warum? Unser Lagerfeuer ist kein Müllplatz. Übrigens. Ja, aber wo soll ich es denn sonst hin tun? Die Loch. Hütte ist zu klein, wenn du mit einer Frau darin leben möchtest, glaub mir. Nee, das ist nur das Zwischenlager. Das ist einfach nur. Dafür da, dass wir hier Eisen generieren können. Produzieren. Genau. Ich glaube, da stelle ich noch einen zweiten Ofen auf. Bei der Menge. Kann man tun, ja. Ach, Dicker. Ich glaube, das Gespräch hatten wir vorhin schon. Lass es einfach. Ach so. Du hast ja Steine. Dein Körper besteht aus Stein. Ich brauche gerade Steine. Das ist ein guter Zufall. Oh, ist das praktisch. Siehst du, geht schon los. Lässt ihren Schmuh überall rumliegen. Ja, das ist. Denke ich ja nur praktisch, ja? Umso weniger ich im Inventar habe, umso mehr Eisen kann ich sammeln. Das ist allerdings wahr. Allerdings schmeißt man Schwefel nicht ins Hauptlagerfeuer. Das ist ja. Ey, warum man kann man ein bisschen experimentieren? Aber nicht mit meinem Essen. Vielleicht kommt da was Leckeres bei raus. Weißt du, wenn du möchtest, dass irgendjemand rumexperimentiert, dann setzt es der Dafari-Köchin vor, aber doch nicht mir. Ich Ein hab nichts bisschen verbrochen. offener sein Aber nicht für gegenüber Schwefel. kulinarische. Boah, was hat die Schwefel. getan? Geh weg. Mehr muss Ich ich lasse dazu, ihn. glaube ich, nicht sagen. Schwefel. Ja, aber fairerweise müssen wir auch dazu sagen, wir für Leute, die jetzt erst einschalten und sich wundern, warum zum Teufel wir so viele Ressourcen kriegen, so schnell, wir haben doppelte Ressourcen eingestellt. Ich glaube, das haben viele Leute, oder? Ja. Also gerade was Streams angeht. Das ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich. Nee, einfach damit es halt alles ein bisschen schneller geht, damit ihr auch ein bisschen mehr zu gucken habt, weil ansonsten wären wir in 2 Wochen immer noch damit beschäftigt, wir sammeln Eisen. Eigentlich wollen wir ja mal den Norden, also mehr vielleicht noch nicht ganz den Richtig. Norden erforschen, aber Kaugummi zumindest im mal ein bisschen Aschenbecher. weiter vordringen.